Herr Walter, Sie sind heute nicht das erste Mal hier. Sie haben schon Erfahrungen gemacht mit der Firmenkontaktmesse. Was sind diese Erfahrungen, wie sind diese verlaufen und welche Ziele haben Sie heute? Ich war vor 3 Jahren als Besucher auf der Messe, wollte mich damals schon informieren, ob diese Veranstaltung passend sein könnte für unser Unternehmen. Damals waren wir gerade in Gründung und dort hat sich herausgestellt, ja, wenn wir soweit sind, dann wäre das eine gute Sache und eine gute Veranstaltung. Dieses Jahr sind wir eingeladen worden und von daher passt es perfekt für uns. Schon erste Kontakte geknüpft? Nein, noch nicht. Also ich habe gerade präsentiert und bin jetzt gespannt auf die Fragen und auf die persönlichen Gespräche. Wie schätzen Sie ganz allgemein die Qualität der Ausbildung hier an der Universität ein? Ich kann nur für die technische Uni reden und da kann ich nur sagen, ist sehr gut. Also mit den Leuten, mit denen wir in Kontakt sind oder die mit uns zusammenarbeiten, da sind wir sehr zufrieden. Was sind die Anforderungen, die Sie an Ihre Mitarbeiter stellen? Heute ist der Begriff Intrapreneur gefallen, das hat mir sehr gut gefallen, also wirklich selbstständiges Denken. Wir sind noch ein sehr kleines Team, das heißt, die Leute müssen wirklich selbstverantwortlich sein, Hausverstand haben und einfach sehen, was ansteht, um das bestehende Team wirklich unterstützen zu können und helfen zu können.